Hi Freunde, ich möchte hier mit einem neuen Format anfangen. Und zwar, wie ihr wisst, zeige ich ja jeden Monat, Anfang jeden Monats, ein Action Haul. Und ich kaufe da sehr viele Bastel-Do-It-Yourself-Projektartikel ein. Und wollte euch dieses Mal mit einem neuen Projekt immer mitnehmen, wenn ich was mit den Artikeln bastel. Also freut euch auf ein Action Do-It-Yourself-Video. Also ja, ich freue mich mega drauf, werde mal schauen, wie es bei euch ankommt. Falls es gut ankommt, wie ich es mir erhoffe, werde ich immer jeden Monat einen Teil zu dem Teil 2, zu dem Haul drehen. Ja, ich fange sofort mit den Teilen an. Und zwar kommen wir zu dem ersten Projekt. Hierbei möchte ich, zeige ich euch mal kurz, was wir alles brauchen. Kleine Schalen. Ich habe mich für die weißen Porzellanschalen entschieden. Ich habe die in wirklich verschiedenen Größen gekauft. Eins in der größten Größe, dann eins in einer mittleren Größe und dann zwei kleine Schälchen wirklich in den kleinen Größen. Ein Farbspray. Ich habe mich für den aus Amazon entschieden. Terracotta Art Spray. Habe ich noch nie getestet. Hoffe, dass das genauso einen schönen Ton hat, wie es auf dem Deckel abgebildet ist. Eine Kerze. Ich habe mich für die günstigste Kerze entschieden, weil wir die jetzt später verwenden werden und sie nicht mehr so schön aussehen wird. Deswegen habe ich mich wirklich für eins entschieden, was ich wirklich nicht so ganz teuer fand und was ich nicht wirklich so schön fand. Deswegen wird damit gearbeitet. Und als allerletztes brauchen wir nur noch Klebezeug. Ich werde mal testen, mit welchem es besser klappt. Ich hoffe, dass hier meine Heißklebepistole noch funktioniert. Der ist mir nämlich kaputt gegangen. Hier dieser Griff ist locker und der funktioniert nicht so ganz gut. Ihr könnt dann dreimal raten, was ich als nächstes bei Action kaufen muss. Mir einen anständigen Heißklebepistole. Dann fangen wir sofort mit dem Basteln an. Als erstes müssen wir jeweils zwei Schalenkombinationen, also ich werde zwei Teile machen, zusammenkleben. Also das muss so aussehen, dass man hier den hinteren Teil so zusammenkleben kann. Ich hoffe, dass es mit der Heißklebepistole klappt. Wenn nicht, werde ich es dann mit der Sekundenklebe oder mit anderen Klebeteilen versuchen, die ich auch alle aus Action habe. Also ich werde den größeren ganz nach unten nehmen und den kleineren nach oben. Dann kann ich mich später entscheiden, wie ich es stellen möchte. Wir fangen sofort mit dem Kleben an. Ja, ich habe jetzt alles versucht mit der Heißklebepistole zu befestigen. Ich hoffe, dass es klappt. Ich denke aber, dass ich bei dem einen großen es ein bisschen schwierig geklebt habe. Mal schauen, wie es am Ende aussehen wird. Ich weiß es nicht. Ich habe auch jeweils etwas Gewicht drauf gelagert, damit das vielleicht ein bisschen fester wird oder besser klebt. Jetzt werden wir uns um die Kerze kümmern. Wir schauen uns das mal zusammen an, ob es geklappt hat mit der Heißklebepistole. Und ich teste das, indem ich das hochhebe und es dürfte nicht runterfallen. Ja, hatte bis mir. Oh. Also hier hat das definitiv nicht geklappt. Ich werde das jetzt rausnehmen. Voilà. Versuch Nummer 1 gescheitert. Wir schauen mal, wie das bei dem Großen aussieht. Vielleicht ist das ja dort besser geworden. Was ich aber eigentlich nicht denke, wenn das hier nicht so ganz geklappt hat. Wow. Auch hier war das mit dem Kleber hier keine ganz gute Idee. Und zwar habe ich hier, wie gesagt, zwei verschiedene Kleber. Einmal hier so ein transparent Bison Kit heißt es und ein Sekundenkleber. Ich werde es erst mit dem Sekundenkleber mal versuchen und hoffen, dass es damit klappt.
Ich werde aber dieses Mal nicht beide testen, sondern ich werde den hier mit Sekundenkleber kleben und den hier mit dem hier, in der Hoffnung, dass einer von denen klappt. Ich weiß, dass man auch von Anfang an eigentlich einen Porzellankleber kaufen könnte. Habe ich zu Hause nicht, wollte auch nichts jetzt Neues kaufen. Und jetzt heißt es wieder abwarten. Wir testen jetzt, ob es dieses Mal geklappt hat. Ich nehme alles runter und werde es wieder abheben, obwohl hier fühle ich noch ganz, also da werde ich noch nicht testen, der ist nämlich nicht trocken. Hier fühle ich das auch ein. Moment. Boah, ich denke, dass ich jetzt mit einem Föhn dran gehen werde, damit das schneller trocknet. Aber eigentlich ist das schon trocken. Um es zu befestigen. Okay, ich denke, der ist jetzt abgetrocknet und ich werde wieder mal diesen Test machen, indem ich das nach oben hebe. Ich habe Angst. Ich hoffe, dass das klappt, weil ein Plan C, nein, D habe ich nicht. A, B, C, D. Also einen weiteren Plan habe ich leider nicht mehr. Wow. Oh. Und wie sieht es bei dir aus? Das, was ausgelaufen ist, klebt hier definitiv sehr gut. Oh. Oh. Wow. Sekundenkleber perfekt. Obwohl das so richtig krass flüssig war, habe ich gedacht, dass das nicht klappt. Ich glaube, den Sieg gebe ich dem Sekundenkleber. Also der war wirklich überraschenderweise besser. Und hier spüre ich leider... Zeige ich euch das mal. Wow. Richtig blöd. Ich mache das jetzt nochmal mit dem Sekundenkleber, weil ich hier gesehen habe, dass das richtig gut klappt. Den stelle ich jetzt zur Seite. Der muss nämlich noch trocknen und der ist ja schon relativ fest und trocken. Deswegen können wir mit dem nächsten Schritt anfangen. Und zwar werden wir das schön mit Farbe einsprühen. Ich teste mal die Farbe, bevor ich das hier einsprühe, hier auf diesem Papier, um zu schauen, ob das wirklich 1:1 diese Farbe... Okay, Test. Boah, das schockiert ja noch. Hm. Ich glaube, bei der Kamera sieht man das nicht. Der sieht mir ehrlich gesagt etwas zu hell aus. Aber ich glaube, wenn er trocknet, weil diese Seite ist ein bisschen trockener, sieht es richtig 1:1 aus. Na, jetzt werde ich anfangen, den hier schön zu besprühen. Die erste Schicht ist schön trocken. Ich bin am überlegen, ob ich noch eine Schicht machen soll, weil einige Stellen habe ich nicht gut eingesprüht. Deswegen werde ich mir das jetzt nochmal, werde ich das ein zweites Mal noch besprühen. Aber an sich finde ich die Farbe richtig schön.
Voilà, fertig sind hier diese beiden Schüsseln. Die sind wirklich sehr, sehr robust. Das ist die Unterseite, da habe ich jetzt nichts gesprayt, aber innen habe ich es gemacht. Der sieht genau sehr gut aus. Also Fazit, Sekundenkleber, 100% Empfehlung, passt. Und das Gute ist, dass man auch nicht so lange warten muss. Als nächstes habe ich jetzt meine Kerze hier, die schön 100% geschmolzen ist. Und ich habe hier noch zwei Kerzen. Der Grund ist der, dass ich den Docht hier nicht rausbekommen habe, da die den höchstwahrscheinlich auch mit dem Sekundenkleber richtig festgeklebt haben. Eigentlich wollte ich den verwenden, aber hat nicht geklappt. Ich habe aber eine sehr gute Alternative gefunden. Normalerweise kann man sich auch Docht online bestellen, aber ich würde das jetzt so machen, dass ich die aus den Kerzen einfach rausziehen werde. Das sind Kerzen aus Action. Da kann man das jetzt so machen, dass man hier den hier einfach nur rauszieht. Voilà. Dasselbe geht auch hier mit dem kleineren. Super. Das Gute ist, dass ich jetzt diese Kerzen dennoch weiterverwenden kann mit einem anderen Do-it-yourself-Projekt, in dem ich das wieder so schön schmelzen lasse. Ich werde meinen Docht hier an dem Ende mit dem Sekundenkleber auf diesen Grund hier kleben. Der Docht hier ist sehr schön feste bei beiden, sodass ich jetzt eine Sauerei starten kann. Und zwar werde ich jetzt diese Kerze, die ich hier schmelzen lassen habe, hier reingeben. Aber das Problem ist jetzt, dass das so aussieht, dass diese, die Masse nur bei dem hier ausreichen wird. Wir schauen mal. Wow, perfekt. Nein, aber ich will, dass das hier so steht. Das genießt. Also hat hier so eine Packung komplett für beide Porzellanbehälter gepasst. Jetzt muss ich nur noch warten, dass das wieder schön alles feste wird und dann kann ich meine Kerze verwenden. Voilà. Meine Kerzen sind fertig. Ich habe mich jetzt spontan für etwas entschieden, was ich dann vielleicht diese beiden Farben von Garn benutzen kann. Und zwar werde ich eine Wanddeko machen. Eigentlich möchte ich mit denen hier ganz was anderes machen, aber ihr wisst ja schon, dass ich richtig viel hier von denen habe. Die sind aktuell, davon haben die auch wirklich viele, viele Farben. Ich habe mir jetzt nur eins in hellbeige und etwas, ja, etwas dunkleren Beige gekauft. Und möchte jetzt versuchen, das so wie Makramee irgendwie zu benutzen. Ich weiß, dass das am Ende nicht wie Makramee aussehen wird. Ich habe zu Hause Makramee-Garn, aber ich wollte das mal so testen und mit euch schauen, ob das alternativ auch günstiger geht. Wir wissen, dass Makramee-Garn an sich
wenn ich so eine Menge gekauft hätte, viel, viel mehr gekostet hätte. Deswegen versuche ich das mal. Ich zeige euch mal, was ich alles jetzt dafür brauche. Ja, Wolle brauche ich jetzt dafür. Falls ihr Makramee habt, dann Makramee. Dann habe ich vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das am Ende benutzen werde, aber so schöne Holzkügelchen könnte man auch als Deko vielleicht mitverwenden. Noch habe ich mich wirklich noch nicht für nichts ganz festgelegt. Ich werde es einfach spontan mir anschauen. Ich wollte aber auch sehr gerne meine Wolle färben. Dafür habe ich Textilfarbe in der Farbe Nussbraun. Und zu guter Letzt braucht man auch etwas, womit man das befestigen kann. Ich hatte einige Äste mal bei uns hier im Park gesammelt. Das ist einer von denen, das ist der kürzeste. Ich glaube, ich werde das hier mit dem kürzesten, mit diesem kurzen einmal testen, weil das wirklich so ein Test ist und ich nicht ja, sowas Schönes und Großes dafür verwenden möchte, falls es dann doch nicht so schön aussieht. Und das ist hier so ein Holz Säule, Holzbalken. Naja, oder Balken? Holzstab würde ich sagen. Okay, so ein Holzstab aus Baumarkt. Und ja, den habe ich wie gesagt einfach nur gesammelt. Könnt ihr auch gerne bei euch im Park mal schauen. Ich habe nämlich auch richtig tolle große Äste gesammelt. Die sehen auch richtig hübsch aus, aber ich will wie gesagt heute mit dem Kleinen hier anfangen. Ja, ich habe jetzt meinen Ast so provisorisch hier an einer Kleiderstange befestigt, sodass ich das jetzt hier an den Ecken nur mit dem Seil hier schön befestigt habe, damit ich hier drauf arbeiten kann. Werde ich später alles aber noch ändern, weil ich das jetzt auch wirklich nur provisorisch ganz ja, hässlich hingekriegt habe. Hauptsache, der steht jetzt fest. Das, was ich als nächstes machen werde, ist hier von diesem Garn wirklich die ganze Zeit hier alles festmachen, sodass ich richtig schöne lange Streifen habe. Ich bin fertig mit der ersten Reihe. Ich habe die wirklich nur befestigt. Jetzt bin ich am Überlegen, ob man vielleicht mit so wie bei einem Makramee-Garn vielleicht so ein Muster machen kann. Das werde ich jetzt testen. Wenn das nicht gut aussieht, werde ich das dann wieder aufmachen. Wow, also ich finde, dass es an sich wirklich wie fast Makramee aussieht und ein Dreieck, also einen Zacken zu machen, finde ich dann auch genauso leicht wie beim Makramee. Also sieht doch gut aus, oder? Bitte? Ja. Das heißt, ich mache mal weiter. Jetzt möchte ich euch kurz zeigen, wie ich das mit diesem Holzkugel hinkriege, dass das hier so rein passt. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie ich das dann hinkriege, dass diese Kugel mit dieser kleinen Öffnung hier ja, in diesen, ich glaube mal, das ist wirklich schwer,
dass man das hier so reinbekommt. Ich nehme ein Stück Draht und drehe es so umherum und habe nur hier so einen kleinen Kopf, also so eine kleine Öffnung. Und in diese Öffnung, hier kann man es sehr gut sehen, stecke ich, wir machen das mal jetzt so, das hier, unser Garn, drehe ich ein bisschen und stecke das hier in diese Öffnung. So eine Art Nadel ist das dann. Und voilà, ist dann unser Garn. Leider seht ihr das hier nicht mehr so gut. Aktuell sind die Lichtverhältnisse wirklich nicht mehr die besten. Jetzt so besser. Dann stecke ich das so hier rein, sodass mein sozusagen provisorisch Drahtnadel hier drin ist. Und voilà, kann ich jetzt diese andere Öffnung einfach in die Kugel reinstecken und rausziehen. Dann kann ich auch meinen provisorischen Nadel wegnehmen und voilà, ist dann die Kugel hier befestigt. Und damit die Kugel auch schön steht, gebe ich am Ende einen Knoten so dicht wie möglich an unseren Holzkugel, Perle oder wie man das nennen kann. Und voilà, Moment, habe ich jetzt zwei Perlen untereinander. Ich glaube, ich mache hier noch eine Perle. Voilà, wie das. Eigentlich bin ich schon fertig. Ich kann noch sehr viel damit machen. Eigentlich geplant war, dass ich mit einer Textilfarbe hier alles schön färben wollte. Aber da ich gesehen habe, dass man mit dem Garn auch so fast wie Makramee arbeiten kann, ich finde, man sieht beinahe keinen Unterschied. Also von der Kamera her nicht. Hier schon eigentlich, aber stört gar nicht. Deswegen habe ich mich umentschieden, habe was wie Makramee-Arbeit gemacht. Ja, falls ihr nicht wisst, wie man das genau macht, ich habe das detailliert in einem Video erzählt, wie man die ganze Technik verwendet, werde ich hier in der Infobox und hier direkt oben für euch nochmal markieren. Wollte aber jetzt, ich weiß einfach nicht, was ich jetzt als nächstes machen kann. Man kann wirklich noch viel damit arbeiten, aber da mein Garn an sich jetzt nicht mehr so lang ist, werde ich das jetzt so lassen. Man könnte hier vielleicht diesen Zickzack schön noch zumachen oder vielleicht mehr von den Kügelchen benutzen, Perlen benutzen, ich weiß es nicht. Ich könnte eigentlich noch sehr viel damit arbeiten. Das, was ich aber jetzt machen werde, ist, dass ich das jetzt hier kürzen werde, einheitlich, gerade. Machen wir jetzt auch zusammen. Fertig ist mein Wanddeko. Ich habe es jetzt hier nochmal so schön befestigt, ganz schön feste und sauber, sodass es auch auf der Wand sehr schön aussieht. Voilà, Mädels, geplant war ganz, ganz, ganz was anderes. Wie gesagt, ich wollte hier die die Textilfarbe verwenden. Habe ich jetzt dann doch nicht gemacht. Am Ende ist dann ganz was anderes rausgekommen. Sogar die Perlen wollte ich ganz anders benutzen. Aber ich finde es gerade sehr schön. Und ich freue mich auch auf ein anderes Mal. Also auf ein Teil 3 können wir das nennen. Oder auf das nächste Do-It-Yourself-Action-Video. Da werde ich das nämlich 100% benutzen. Dann werde ich euch zeigen, was ich eigentlich damit und mit der Wolle vorhatte. Sieht auch richtig toll aus. Aber jetzt bin ich mit dem Ergebnis auch ganz zufrieden. Schreibt mir mal in den Kommentaren, ob ich diesen Format so weiterführen soll, immer mit meinem Action Haul kombinieren soll und euch direkt die Teile auch direkt im Nachhinein zeige, was ich damit mache. Ja, das mache ich jetzt, habe ich jetzt mit den Teilen gemacht, die ich gekauft habe. Das waren die beiden Do-It-Yourself-Projekte. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ja, bis zum nächsten Mal, eure Hijabflos.